Doch, ich habe noch einen Namen. Einer, der eigentlich echt gut passt. Das war ein Trainer? Dachte, die schenkt mir eine Fähigkeit. Ups. Oh Mann. Und warum ups? Wegen mir? Wieso komme ich da nicht hoch? Ja. Das Ova ist Level 39! Ova war Pflanze Psycho? Ja. Ist das jetzt eine neue Route hier? Könnte sein. War das eben eine alte Route? Ja. Okay, bewegen. Da war ein Trainer versteckt im Gras. Das ist doof. Spiel. Warum hast du mir doch schon genug angetan? Wieso schickst du mir jetzt auch noch einen Requaser in die Fresse? Warum? Echt? Hast du schon den Megastein dafür? Ja. Was soll ich denn jetzt da reinwechseln? Das andere Schana. Ersa, los! Weh, du machst Feuersturm oder so, ich raste aus. Ach ja, was hast du eigentlich mitgenommen für Nidoking? Du kannst Pupita mitnehmen. Ich bin nämlich gerade nur mit 5 Pokémon losgelaufen. Ich könnte gerade heulen. Er hat gerade einen Move eingesetzt, den du zweimal besitzt und hat die Boosts bekommen. Welcher ist es? Antikraft. Ja. Ich besitze Antikraft etwas öfter als zweimal. Ich besitze ihn auf 3 Pokémon. Megaflung, Kiefer, Knirscher. Machst du ein bisschen Schaden, bitte? Ich weiß, du bist nicht so hoch für das andere und du hast auch nicht so schönes Wesen wie das andere. Bitte? Achso, er ist noch vor mir dran. Toll. Das war vorher ein Crit, glaube ich. Moment mal. Warum war es gerade nicht so effektiv und vorher war es effektiv? Für die Typen, wenn ich mich mega entwickle? Ach nee, stimmt ja. Ich kriege ja Status Boost, wenn ich mich wieder mega entwickle. Schön, du kannst dich mega entwickeln. Hör auf mit Antikraft Rayquaza, das nervt. Was ist das hier eigentlich für ein Rasen? Das ist hohes Gras, da kannst du nicht mit dem Fahrrad durchfahren. Cool. Rayquaza ist tot. Ah, ich hab den Trainer gefunden, den du meintest. Was hat er bei dir? Hey, es ist Flavia! Lang nicht gesehen! Überrascht mich echt einfach da im Gras. Ein Maxax. Was ist hier los mit den Pokémon gerade, bitte? Ich weiß es nicht. Was ist das zweite von ihr? Weiß ich noch nicht. Nee, von mir bin ich gerade Kronjubel. Ich weiß, dass ich jedenfalls sehr effektiv bin. Das ist gut. Überlebst du auch einen Angriff von ihm? Das weiß ich nicht. Wenn es Grimassa einsetzt, ja. Echt? Erschreckst du dich vor seinem Aussehen? Doch, es sieht schon ziemlich gruselig aus. Nächstes ist damit Normal-Pokémon, ne? Normal-Pflanze. Ach, fuck you. Ich hab den EP-Teiler immer noch. Entschuldigung. Oh nein, Kampf-Move! Hä? War Kampf nicht sehr effektiv auf? Wann entwickelt sich Smogon nochmal? 35. Es ist schon 35. Hast du Maxax gewonshottet? Ja. Nein, nicht ganz. Ich setze einen Trank ein. Okay. Das Teil macht mir zu viel Schaden. Und ich will es nicht riskieren, jetzt mein Mavis zu verlieren, ein Level. Bevor ich es entwickeln wollte. Ich werde, glaube ich, keinen brauchen. Na, glaube ich auch nicht.
Ja, es entwickelt sich. Wupp, wupp. Es bekommt einen zweiten Kopf. Lustig, dass ich. Ja. Einen zweiten Kopf? Was hast du noch entwickelt? Ach ja, ich habe kurz vergessen, was das war. Was du meintest. Das sieht so hässlich aus. Mob es nicht. Ja, T-Kraft erlernen. So, was verdiene ich? Ich falle. Scham. Ich habe nie Zeit, um einen Gegner zu nerven. So, was fange ich mir jetzt oder auch nicht? Horden-Encounter, du? Warum habe ich einen Horden-Encounter? Können random kommen. Nice, du kannst dir aussuchen. Ich hoffe, dir ist klar, welches ich nehme, ne? Vulcano. Das rechte. Ja, total. Darf ich dir eine Sache sagen, bevor du anfängst zu schwächen? Ja. Riolu kann Konter. Nutzinfo. Die magische Version nicht, nur Konter. Du kannst dich Pulverstein machen, dann sind alle tot. Du könntest jetzt einfach. Du könntest Vulcano mit dem Eiszapfen oder so rausnehmen, der trifft nur einen. Ja, ich habe gerade was gegen mein Mikro gehauen. Ich muss nachgucken, welches von beiden der magische war und der physische. Eissplitter ist der physische. Das ist doch geil, du willst doch die anderen eh töten. Du triffst doch nur einen. Du willst ja erst einmal Vulcano töten. Ja. Weil es effektiv auf dich ist. Ich entwickle jetzt gerade Mavis. Mit Leuchtstein. Da haben wir ehrlich einen Togekiss. Ich könnte auch einfach mit Antikraft angreifen. Aber bitte töte. Na gut, du kannst. Wenn du dich dreimal verklickst, bin ich schon echt ziemlich sauer. Wow, die haben zwei Speed-Moves: Druck zu geben und Offenlegung. Gut, dass du keine Tankkriege. Du weißt schon, was mein Pokémon kann. Ja. Togekiss hat deine Fähigkeit dadurch nicht verändert, oder? Nö. Ein Vulkan rausgenommen. Das andere Vulcano erschnüffelt mich. Ich muss mal nach der Aufnahme nachgucken, was besser ist, ob Metronom oder Seitenschall besser ist auf Togekiss. Warte, das war ein magischer Move, ne? Ja, war es auf jeden Fall. Ich kann ein Riolu schon mal rausnehmen. Vergiss aber nicht, dass du eins davon fangen möchtest. Ja. Ignoriert alles. Da kommt noch ein Trainer. Ich werde es doch nur bis zum Bärenfuzzi schaffen. Wir haben nicht viel geschafft heute. Also wir haben viel Wichtiges geschafft, aber prinzipiell haben wir nur 4-5 Kämpfe geschafft, diese Aufnahme. Ja. Heute wollen wir mal nachgucken, welches Level wir maximal sein dürfen für den nächsten Arena-Leiter. Cholo entwickelt sich durch Zuneigung, oder wie war das, ne? Kannst du durch Supertraining machen. Ja. Du wirst wahrscheinlich eh ein paar Level erstmal Skills farmen müssen. Obwohl, du kannst Steigerungsskip kaufen dafür. Was hat übrigens überlebt? Ich weiß. Willst du nicht lieber das andere töten? Das ist schon geschwächt. Perfekt jetzt. Jetzt ist eh zu spät. Was habe ich vorhin gesagt? Erst denken, dann handeln. Das musst du so fangen, ungespräch. Hättest dir nur einfacher gemacht. Das stimmt. Ja, das stimmt sehr. Der nächste Arena-Leiter ist Max Level 38. Ach nee, warte mal. Wir runden so. Ach nee, ab 6 runden wir. 38 für uns, ja. Dann habe ich ja Glück. Wir haben noch einiges davor, bevor das kommt, ne? Das
hat Ausdauer eingesetzt. Es wäre perfekt gewesen, hätte ich es angegriffen. Du könntest es trotzdem angreifen. Das Ausdauer wirkt ja noch, bis es wieder dran ist, aber ignoriere es einfach und pack einfach. Mit Schlafen oder so. Was finden wir hier? Hyperball. Ich habe meinen ersten Hyperball wieder. Hm. Beutel. Bälle werfen. So, wie viele Pflanzen sind bei Bärenmeister? Waren doch sehr viele, oder? Okay, sie haben die Bäume an Zahn nochmal erweitert, wie es aussieht, glaube ich. Okay. Ich sehe gerade 18 Bäume. Nicht schlecht. Sammeln wir mal erstmal alles ein, ne? Ich bin etwas K.O. Beim Aufnehmen? Ja, von dem, was uns so passiert ist. Dass mit die Bälder nicht sein müssen? Ja, da haben wir beide nicht drüber nachgedacht. Das, bei Kayoko musste irgendwas sterben und Shana war die einzige logische Wahl, weil Shana war eh schon drin. Shana war noch fast voll. Shana war Angriff plus 1 oder plus 2. Es war die einzig schlaue Wahl, was ich gemacht habe. Ja. Aber wer erwartet auch, dass wenn ein Galopper drin ist, er mich mit Nassspeib angreift. Das stimmt. Okay, es sind 18 Bäume. Ja, ich hab's gefangen. Ich werde Jahre brauchen, um die ganzen Pflanzen abzubauen. Wenn du willst, musst du die Bäume nicht in der Aufnahme abbauen. Ich höre auch gleich auf nach der Hälfte. Ich habe gerade keinen Bock drauf, den Rest davon abzubauen. Das können wir nach der Aufnahme nochmal machen. Die ganzen Bären zusammen. Ja. Ach, ich höre jetzt auf. Ach ja, tut mir einen Gefallen, wenn du nach rechts gehst. Warte mal, das war doch dein Encounter, ne? Ja, das ist mein Encounter. Es kommt gleich rechts, wir gehen weiter nach rechts. Da ist noch ein Trainer, der dreht sich. Lauf nicht, der dreht sich in deine Richtung. Einfach ganz gechillt vorbeigehen. Wir möchten jetzt nicht noch riskant werden. Spitzname. Obwohl, eigentlich müssten wir noch ein bisschen weiterspielen, ne? Eigentlich ja. Wir haben nämlich noch keine, wir haben nichts... Wo ist denn das Haus des Bärenmeisters überhaupt? Ich sehe hier überall nur Bären. Aber kein Haus. Was? Ach, das Haus. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich bin ja doof. Haus Bärenmeister war draußen. Hat sich sehr verändert zu früher Mobin, muss man ehrlich sagen. Doch, ich hab noch einen Namen. Einer, der eigentlich echt gut passt. Das war ein Trainer? Dachte, die schenkt mir eine Fähigkeit. Ups. Oh Mann. Was hast du es genannt? Ich hab's Lee genannt. Und warum? Ups. Wegen mir? Wieso komme ich da nicht hoch? Ja. Das Ova ist Level 39! Von wem? Von der Tante? Nee, das weiß ich nicht. Nicht laufen, einfach neben sie stellen und langsam vorbeigehen. Wenn sie gerade. Nee, warte, bis sie einmal unten geguckt hat und wenn sie dann gewechselt hat, dann wechselst du auch. Also erstmal nach unten gucken und dann gehen. Warte. Guck nach unten, du. Also gehen, wenn sie nicht mehr nach unten guckt, ne? Nachdem sie... Die will dich nur... Warte. Ganz gut, ganz gut. Die kann nach unten gucken, ich hab's gesehen. Ich auch. Die will dich nur trollen. Owei war Pflanze Psycho? Ja. Ist das jetzt eine neue Route hier? Könnte sein. War das eben eine alte Route? Ja, das ist eben eine alte Route. Obwohl. Haben wir auf 118 schon eins gefangen? Ja. War das eben 118? Das eben war 118, ja. Wir haben da schon was gefangen. Was denn? Fluffeluff und Pupita. Das heißt, wir dürfen die gleich wieder auf die Todesbox legen. Schade, das wäre echt ein gutes Team gewesen. Können wir das nicht als Special Encounter nutzen?
Dann haben wir einen weniger, ne? Meinst du so, ne? Ja, wir haben ja sowieso drei Stück. Möchtest du, dass wir den Eye Encounter? Oder möchtest du... Wir haben sie eh gefangen, als sich das Encounter, das ist schon okay, so denke ich mal. Möchtest du, dass wir das... Das ist eigentlich vollkommen egal, das Ei oder das Fossilien nehmen wir weg, würde ich sagen, oder? Obwohl... Ja, das Fossil ist weg. Da denken wir am wenigsten dran. Okay, ja, machen wir doch so. Ich denke mal, okay, wir haben viel verloren. Also die Tante ist ein Gegner? Mit einem Level 39er Pokémon. Geh nicht vorbei. Geh einfach ins Haus rein. Geh nicht... Aber Item. Da sind keine Items oben, das sind nur Bären. Das Item ist ein Hyperball, das ist nicht so wichtig. Hm. Einfach reingehen. Vielleicht kriegst du im Haus Bärmeisters noch irgendwas Cooles. Ich habe eine Granadabeere bekommen. Du kriegst ganz viele Bären bei dem jetzt. Oh, Donis. Ich krieg nur zwei. Ich will mit ihm reden. Warum kann ich mich nicht neben ihn setzen und mit ihm reden? Warum geht das nicht? Weiß ich nicht. Andere Bären zu bekommen. Ich habe noch eine Bohlbeere. Okay, ich gehe raus. Hatte ich nicht irgendwo was gelesen gehabt dazu, was man da schreiben soll? Ich habe einfach Hi geschrieben. Das finde ich jetzt nicht mal, wo ich was gelesen hatte. Was sollte man schreiben? Ich guck gerade noch. Ich kann auch sein, dass ich es verreckte. Ist das ein Trainer? Nein, ist keine Trainerin. Hier sind nur Bäume, hier ist nichts anderes übrigens. Okay. Wow. Hier kann man echt gut Beeren anpflanzen. Da muss irgendwo ein kleines Mädchen stehen, das schenkt uns einen richtig guten Move. Vorne stand ein kleines Mädchen vorhin. Das ist doch kein kleines Mädchen. Doch. Also vorm Haus rechts. Oder links, je nachdem, wie du vorguckst, rausguckst. Ich sag Carpador. Irgendwo sollte man hier Carpador sagen. Okay. Was kriegst du? Auch eine Beere? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch, ja. Ja, ich hätte Beere. Das war nicht hier. Das war, glaube ich, bei einem Angler, weil ich Carpador sagen musste. Ich möchte mich eigentlich gar nicht hinsetzen. Ich möchte das Haus verlassen. Ich frage mich, was für Beeren ich gleich anbauen soll. Ah, von dem Mädchen wahrscheinlich. Das ist aber auch ein Trainer, oder? Vermutlich. Aber auf dieser Route... sollte es kein kleines Mädchen als Trainer geben. Okay. Es ist kein Trainer. Ja, Zauberschein. Hast du ein Feen-Pokémon? Nö. Das ist die stärkste Feen-TM, die es gibt im Spiel. Okay. Dann werde ich sie mir wohl trotzdem holen. Warte mal. Ach, schade. Tana kann es sicher lernen. Also von 40er Move auf 80er Move ist eine gute Verbesserung. Ja. Doppelt so stark. Schade, ich hätte keine Schade, dass er lernen kann. Weil sie hat halt keinen guten Feen-Move. Sie wird irgendwann Knuddler. Ich ernte gerade Beeren. Aber hier kann man echt gut Beeren nachher anpflanzen. Mhm, sag ich ja. Danke, bin ich schon dabei. Na, 2,5 Stunden. Bisschen weitermachen könnten wir eigentlich noch. Wir sollten diese Route schnell wieder verlassen. Ja. Die Pokémon-Trainer, die sind zu hoch.
Wir kommen ja später schon noch hin. Da kommt man eh nachher nicht mehr nach oben nicht weiter. Das heißt, das meiste können wir erst später machen. Ne, dann denk an den Pokémon ist 39. Wenn du ein starkes Pokémon hast, hast du ein großes Problem. Das Mädchen also gibt uns was? Ja, das gibt dir Zauberstein. 99. Ja. Ich bin gerade. Wie komme ich denn da hoch? Ich bin in die reingelaufen, die wo ich dich vorgewarnt hatte. Okay. Oh, Zwilling. Kleinstein. Kleinstein kann ich mitarbeiten. Ja, ich laufe hier mal nicht weiter. Ich laufe wieder weiter zurück. Tarnstein, der erste Fett an sich. Mach was dagegen. So. Tschüss. Das war Glück. Ich bin gedacht, ich hab gedacht, auch die dreht sich schon nicht nach unten. Dann hat sie nach unten gedreht. Ja. Ich lasse jetzt Pupita. Vielleicht nicht so schlau. Ich hätte doch ein Buchelin kriegen können. Ich finde Riolu besser. Ich auch. Da habe ich meinen Kampfstahl. Ich habe gerade Pupita und Lavita getötet. Das ist Schicksal. Vielleicht kommt eine neue Route, ne? Nach oben auch? Da reden wir doch jetzt hin. Dann müssen wir es lang. Ach so. Mit bekämpfen oder ohne? Ich würde sagen, wir wissen nicht, wie hoch wir später sein dürfen. Das ist das Problem, ne? Ich würde sagen, erstmal ohne bekämpfen. Wir könnten in der Trainingssession noch leveln, wenn wir noch was brauchen. Warte. Beutel. EP-Teiler. Ausschalten. Ja, du hast vom Level her eh schon. Hier sind überall Trainer. Das ist echt schlimm. Ich kämpfe gegen den Radfahrer mal. Es ist kein Trainer. Ups. Das ist kein Trainer? Bin ich jetzt schon auf der neuen Route eigentlich? Nein. Bist du nicht. Okay. Hier sind überall Trainer. Ich bin auf der neuen Route. Okay. Da sind überall Trainer. Überall. Ich kann hier nicht mal in Ruhe irgendwo einen Counter fangen. Da ich überall Trainer sehe. Ist das ein Trainer? Ich habe ihn ausgelassen, ich weiß es nicht. Geh einfach geradeaus nach oben weiter. Da sind überall Trainer. Ja, ich bin einen reingelaufen. Man sieht die so schwer da drin. Ein Pokémon. Skelabra. Ist schon relativ gefährlich, ne? Warte, ich bist in einem Kampf, ne? Dann heile ich mich jetzt nicht vorher. Außerhalb des Kampfes kannst du dich heilen. Ja, aber du bist in einem Kampf. Das ist egal. Okay. Das sind nur Tränke, die man innerhalb eines Kampfes. Zählt für die Regel. Okay. Also außer das Kampf kannst du gewonnen. Dann tue ich das doch in Ruhe. Skelabra gewonnen, shottet. Sehr gut. Der war 31 übrigens hier, glaube ich. Also sind die vom Level noch human.